Space Marine 2 hat ja kürzlich ein Community-Update für den Monat September bekommen. Das wird in Zukunft jeden Monat so geschehen und da wird ein kleiner Rückblick drauf genommen, was bisher passiert ist in den letzten Wochen, also seit dem Release eigentlich, denn Space Marine ist ja jetzt erst seit Anfang September draußen. Wir werden uns diesen Beitrag nochmal ganz kurz angucken und vor allem auch uns nochmal drauf freuen, denn es sieht so aus, als ob im Discord von der offiziellen Seite erwähnt worden ist, dass das nächste Update wahrscheinlich jetzt diese Woche erfolgen wird. Das heißt, bis hin zu Mitte Oktober wahrscheinlich können wir uns auf ein schönes neues Content-Update freuen. Und was das ist, das gucken wir uns heute hier im Video zusammen an. Bevor wir loslegen, nur ein kleiner Hinweis für figurenshop.com, mein Online-Shop für Figuren. Wir haben vom Tau Empire für Warhammer 40k jetzt Joytoy-Figuren frisch an Bord. Zwei sind von der einen Figur noch da, eine von der anderen. Und wir haben vom Dreadnought noch Exemplare da. Also hier wird erstmal nochmal Danke gesagt für die ganze Anteilnahme, dass ihr einfach so toll dabei wart beim Release und dass ihr so fleißig natürlich Space Marine 2 spielt, ihr alle, ihr Schlingel, ihr. Und als nächstes geht es eigentlich drauf, was an Inhalt noch auf uns kommen wird. Hier wird gesagt, dass die kommenden Verbesserungen eigentlich vor allem Abstürze beheben und die Stabilität verbessern sollen. Also es gibt immer halt noch Probleme beim Multiplayer, beim Matchmaking, Missionsabbrüche. Leute haben Performance-Probleme mit der Hardware-Probleme am PC. Ich habe auch vieles von euch gelesen in den Kommentaren. Deshalb der Patch, der letzte oder der erste, sag ich mal, hat nicht für alle Leute Besserungen gebracht, sondern das Leben für manche sogar auch noch schwerer gemacht und das Spiel unspielbar. War. Andere wiederum konnten seit diesem Patch erst so richtig spielen. Also da sind noch ein paar wirkliche Ungereimtheiten und ich hoffe, dass sie das in eine Balance bekommen. Des Weiteren wurde angemerkt, dass für PC-Spieler ein 4K-Texturpaket herunterladbar sein wird und das wird völlig kostenlos sein. Jetzt kommen wir schon zum Wichtigsten eigentlich, worüber wir uns zu unterhalten haben heute im Video, nämlich ein zukünftiges Briefing für die Operationen, denn da wird eine neue Karte kommen. Es wird also eine neue Mission zu uns finden, wahrscheinlich jetzt innerhalb dieser Woche, wo wir hier sprechen. Und die befindet sich auf dem Planeten Kardaku, wo wir ja auch schon unterwegs waren. Und hier ist die Beschreibung, also vom Browser auf Deutsch übersetzt, ne? Wichtige Anmerkung, die Tyranniden-Invasion von Kardaku geht zu Ende. Das organische Material des Planeten wird in Biomasse umgewandelt und die Kapillartürme der Tyranniden ragen hoch in den Himmel, wo die Schwarmschiffe darauf warten, ihren Sieg zu genießen. Also die Tyranniden, ne, die verzehren diese ganze Biomasse, die fressen und fressen einfach. Und das haben sie jetzt hier auf Kardaku wohl erreicht und können sich quasi voll fressen. Und die Streitkräfte von Cardia haben einen tapferen Versuch unternommen, die Tyranniden zurückzudrängen. Ein Team von Space Marines trifft mit einer einfachen Mission auf Kardaku ein, die Cardia helfen, die Türme zu zerstören. Die Tyranniden könnten den Planeten erobern, aber das Imperium wird es ihnen so schmerzhaft wie möglich machen. Also hier sehen wir schon so ein bisschen, ja, ihr habt es jetzt relativ klein hier, aber ihr seht, auf dieser Map ragen schon diese Wurzeln da nach oben zu diesen Schwarmschiffen und es wird sehr wahrscheinlich unsere Aufgabe sein, diese Wurzeln zu trennen, zum Explodieren zu bringen, wie auch immer. Also hier auf jeden Fall eine neue Mission, finde ich sehr gut, freue ich mich sehr drauf, mir das anzuschauen. Denn nach jetzt mittlerweile, glaube ich, bald 90 Stunden diese 6 Missionen fast am Fließband zu zocken, ist eine neue Mission, glaube ich, ziemlich gut. Wir kommen aber nachher auch noch mal kurz auf die Spielerzahlen zu sprechen. Dann haben sie noch kurz einen Rückblick drauf genommen, was der Bug-Patch eigentlich bringen sollte, gebracht hat. Wir haben hier die ganzen Verbesserungen schon gesehen. Für manche waren es keine Verbesserungen, wie schon mal gesagt. Und sie sagen, dennoch arbeiten wir weiterhin an der Behebung verbleibender Fehler. Und dann wurde noch kurz Bezug darauf genommen, dass sich Henry Cavill ja auch gemeldet hat auf seinem Instagram-Account, war es, glaube ich. Und er hat dieses Bild geteilt, dass er hier nämlich vor allem gerne im PvP unterwegs ist, hat aber seinen Namen hier quasi ein bisschen wegradiert, glaube ich, damit man es nicht sieht. Jetzt gehen wir aber kurz drauf zu sprechen, was ist denn jetzt eigentlich, was erwartet uns jetzt diesen Oktober eigentlich? Also hoffentlich dann Verbesserungen, die für alle positive Sachen mit sich bringen, mehr Stabilität,
bessere Performance und so weiter. Die Mission, die wir uns gerade angeschaut haben, in den Grundzügen, das wird jetzt wohl kommen. Dann haben wir Lethal Difficulty. Das heißt, ich hatte ja jetzt häufig auch schon Feedback in den Kommentaren und in den letzten Videos, dass manche es bedauert haben, dass das Spiel seit dem Patch jetzt zu einfach ist. Jetzt kommt ein noch härterer Schwierigkeitsgrad, also tödlich der Schwierigkeitsgrad, und der sollte die Messlatte denn doch wieder nach oben heben, denke ich mal. Und dann haben wir die Neo Vulkite Pistol, die kommen soll. Für welche Klassen wissen wir momentan noch nicht. Bin sehr gespannt, wer die alles bekommt. Und dann haben wir Dark Angels Cosmetic Pack letztendlich. Sehr coole Outfits, ne? Wer Dark Angels sich schon mal ein bisschen angeschaut hat, sehr, sehr cool. Und hier kommt ein Champion Pack, das heißt, eine von den Klassen, die wir haben, die wird komplett so ein Komplett-Outfit bekommen, wie jetzt zum Start der Heavy. Und dann haben wir weitere Cosmetics für alle Klassen, die dann eben auch so im Dark Angel Style was bekommen werden. Und auch für die Waffen wird es Skin Packs geben, also kosmetisches Update hier für uns alle. Und es wurde auch noch, bevor ich es vergesse, hier oben habe ich es, glaube ich, irgendwo überlesen, es wird demnächst auch die Möglichkeit kommen, dass wir unsere Linsen verändern können. Das heißt, die meisten sind jetzt nur mit roten Linsen am Helm rumgelaufen. Ihr werdet da künftig auch die Farbe anpassen können, vielleicht zu grün oder anderen Farben. Finde ich sehr cool, so kann man das schön anpassen zu seinem gesamten Outfit und wie man es eingefärbt hat oder welchen Chapter man aktiv hat, dann kann man die Linsen dazu entsprechend anpassen. Finde ich cool. Jetzt noch zum Abschluss vielleicht ein Blick auf die Steam-Charts. Das ist ja nur PC, die Konsolen haben wir gar nicht dabei. Jetzt ist momentan auch Mittagszeit hier, also nicht die Primetime fürs Gaming. Deswegen, das sind die Spiele, die gerade online sind, mittags, ja, am Montag, wo ich dieses Video aufnehme. Wir hatten aber in den letzten 24 Stunden einen Peak von 56.000 Leuten, die online waren. All-Time-Peak natürlich nicht mehr erreicht erstmal. Aber was eigentlich ziemlich gut ist, wenn wir es hier uns angucken, haben wir halt eben 56.000. Davor hatten wir auch wieder 56.000. Davor waren es aber weniger, wenn wir es uns angucken hier. Da waren wir rund bei 55.000 irgendwas. Und hier war es auch bei 46.000, 47.000 sowas, ne, am Donnerstag, den 3. Oktober. Das heißt, wir haben hier gerade sogar eine Steigerung, was die Spielerzahlen angeht. Vielleicht wegen dem Warhammer Day, der jetzt kürzlich war, dass das Spiel nochmal mehr in den Fokus gerückt ist von mehreren Leuten. Auf jeden Fall hört man aber auch in den Foren jetzt raus hier, bei Focus Interactive, dass es manche Leute gibt, die tatsächlich halt auch schon sagen, hey Leute, das Game könnte noch so viel mehr sich entwickeln, so viel mehr Potenzial haben, wir brauchen dringend mehr Missionen, wir brauchen mehr Stuff, mehr Sachen zu tun. Und da gehe ich tatsächlich mit konform. Es ist klar, sie haben das nicht als Live-Service-Game geplant, aber ich glaube, es sind genügend Spieler da, die Masse hält sich wirklich. Also hier hat sich tatsächlich ein Kern herausgebildet, finde ich, so bei 50.000 Spielern etwa, die tatsächlich mega Interesse an dem Game haben. Vielleicht sind es noch ein bisschen weniger als 50.000, aber sagen wir mal 40.000, etwa 30.000, 40.000 Leute, die mega Bock auf dieses Game haben, seit langer, langer Zeit jetzt eigentlich, also über Wochen hinweg, und das ist ja schon lange für manche Games, ne, hält sich tatsächlich doch was, das sieht man schon an den Daten hier von den letzten Wochen, und so hat das Spiel eigentlich noch viel mehr Potenzial. Ich denke, dass Saber momentan mit Hochdruck dran arbeitet, neuen Stuff zu bringen für uns und uns weiter natürlich zu begeistern für dieses Spiel, damit die Community am Leben bleibt, dass das Spiel am Leben bleiben kann. Und ich denke auch, dass der PvP-Modus jetzt auch sehr groß zum Tragen kommt, dass einfach viele Leute auch sagen, hey, zur Abwechslung mal PvP. Ich denke, das wird das Spiel auch noch eine ganze Weile lang durch die Zeit tragen mit einer konsistenten Spielerzahl. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt auch in den nächsten Monaten einfach viel, viel guten Content bekommen in jedweder Form, damit Leute motiviert sind, weiter dabei zu bleiben, weiter reinzugehen und hoffentlich natürlich auch mehr PvE-Operations. Ich würde es sehr feiern. Und ja, lasst mir gerne eure Meinung da. Zockt ihr noch Space Marines 2? Zockt ihr PvP, zockt ihr PvE, zockt ihr beides? Und was fehlt euch vielleicht? Was würdet ihr noch gerne sehen? In diesem Sinne sind wir mal gespannt, ob das Update jetzt die nächsten Tage dann kommt. Und dann gucken wir uns die nächste Mission an, die ins Spiel finden wird. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.